Willkommen zu den ProSieben-Tagesbildern, verehrte Zuschauer. Israel hat seine Streitkräfte aus dem Süden Libanons in die Sicherheitszone zurückgezogen. Das bedeutet aber noch kein Ende der Unruhen in diesem Gebiet. Auch hatten die militärischen Interventionen keineswegs den gewünschten Erfolg. Abschiedsgeschenke auf Israelisch an die Adresse der Hisbollah. Einen Tag hat die Invasion gedauert. Der neue Oppositionschef Rabin macht sich vor Ort ein Bild der Lage. Rabin hat den Einmarsch unterstützt, obwohl es ganz offenbar zugleich ein innenpolitischer Schachzug war gegen die eher moderate Arbeiterpartei. Oder kann es Zufall sein, dass die Invasion genau mit dem Tag zusammenfiel, an dem die Likud-Partei ihren neuen Vorsitzenden wählte? Schauen wir kurz zurück. In der Nacht erlebte Israel einen strahlenden Regierungschef Shamir. 46% der Mitglieder gaben ihm die Stimme. Damit geht er als Spitzenkandidat in die Wahlen im Juni. Innenpolitik ist Außenpolitik. Außenpolitik ist Innenpolitik. Auf diese einfache Gleichung lassen sich die Vorgänge in Israel bringen. Die regierende Partei nutzt eine militärische Intervention zum eigenen Vorteil. Die Opposition kann dennoch nicht protestieren. Zu empfindlich reagiert die Bevölkerung auf das Feindbild Hisbollah. Zur Stunde ist die Bedrohung ganz real. Jerusalem zur Mittagszeit. Ein verdächtiger Gegenstand wird entdeckt. Die Stadt hält den Atem an. Entwarnung an diesem Ort, nicht an allen. Kfar Saba im Zentrum Israels. Ein Palästinenser ersticht eine 42-Jährige. Im Norden schlagen Katyusha-Raketen ein. Ein 5-jähriges Mädchen wird tödlich getroffen. Auch nach dem heutigen Truppenrückzug halten israelische Streitkräfte weiterhin Teile des Libanons besetzt. Bereits seit 6 Jahren beansprucht Israel zum Schutz seines Grenzgebietes diese sogenannte Sicherheitszone. Das von Israel militärisch kontrollierte Gebiet erstreckt sich etwa 15 Kilometer weiter auf libanesisches Staatsterritorium. Der gestrige Vorstoß bis zu den Dörfern Kafra und Jata diente der Zerstörung von arabischen Raketenstellungen. Denn die Katyusha-Raketen der Freischärler können mit einer Reichweite von 20 Kilometern die Sicherheitszone überqueren und im Norden Israels einschlagen. Ins Inland. Ein skandalöser Fall von Menschenschmuggel ist im niedersächsischen Schneverdingen aufgeflogen. Die Polizei nahm einen 49-jährigen Mann fest, der versucht hat, eine Gruppe Inder in einem Container nach Kanada zu verschiffen. Zusammengepfercht auf nicht einmal 30 Quadratmetern hätten die vermutlich mehr als 40 indischen Asylbewerber die versprochene Seereise in die Freiheit wohl kaum überlebt. Verzweifelt schlugen sie mit einem Hammer ein Loch in die Containerwand, flohen gestern Abend noch aus dem stählernen Sarg. 37 von ihnen griff die Polizei auf, versorgte sie noch in der Nacht mit Medikamenten und Essen. Die Verhöre bei der Soltauer Kripo machten klar, das Flüchtlingsdrama ist nur die Spitze eines Eisberges. Bereits Mitte Januar war in Kanada eine Asylbewerberfracht aus Deutschland gestoppt worden. Wir sind eigentlich der Meinung, dass dieser erste Fall mit dem zweiten Fall zusammenhängt und das deutet eigentlich auf eine überörtliche Schleusertätigkeit hin. Die Polizei konzentriert ihre Vernehmungen nun darauf, den gesamten Schleppering ausfindig zu machen. Die Asylbewerber sind bereits am Abend wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Sie müssen ihre Anerkennungsverfahren abwarten. 5000 Mark für ein Ticket in eine noch viel ungewissere Zukunft. Für die Asylbewerber ohne Aussicht auf ein Bleiberecht in Deutschland offensichtlich ein letzter und verzweifelter Ausweg. Das diplomatische Gerangel um das Schicksal Erich Honeckers geht weiter. Chiles Staatspräsident Alvin hat Bonn und Moskau jetzt gebeten, den einstigen SED-Chef seine Tochter in Chile besuchen zu lassen. Asyl soll er dort aber nicht erhalten. Nach Bundespräsident von Weizsäcker hat heute auch Bundeskanzler Kohl das Stasi-Gefängnis in Bautzen besucht. Er gedachte dort der Stasi-Opfer. Ehrung der Opfer des kommunistischen Terrors durch Bundeskanzler Helmut Kohl. Etwa 17.000 Menschen fanden zwischen 45 und 50 im damals sowjetischen Internierungslager Bautzen den Tod. Später drangsalierte die Stasi politische Häftlinge im gelben Elend. So wurde der Knast im Volksmund genannt. Angesichts des Trostlosigkeits des Tatorts wird die ganze Grausamkeit des kommunistischen Systems deutlich. Ebenso dringlich wie die Entschädigung der Häftlinge, so Kohl nach seinem Rundgang, sei es die Täter und die politisch Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Der Aufbau eines normalen Strafvollzugs hier in Bautzen wird überschattet von der Vergangenheit. Die menschenverachtende Willkürjustiz, zuerst der Nazis und dann durch das SED-Regime, ist nicht vergessen. Und sie darf auch niemals vergessen werden.
Wirtschaftsprobleme gibt es nicht nur in den neuen Bundesländern. Auch im strukturschwachen Norden droht eine ganze Region in die Krise zu geraten. Das Wilhelmshavener Empfangskomitee für Minister Möllemann und die erste Regionalkonferenz war deutlich: Wir lassen uns nicht kaputt machen. Doch die Gesichter der Nordlichter, sie sind so trotzig nicht mehr, und das mit gutem Grund. Schon seit Jahren müssen sie mit einer Arbeitslosenquote von 13% leben, fast doppelt so viel wie der westdeutsche Durchschnitt. In dieser Rechnung sind aber noch nicht einmal die bevorstehenden Kündigungswellen eingerechnet. So die Bundeswehr, die mit fast 16.000 Beschäftigten größter Arbeitgeber der Region ist. Sie will 3.500 Arbeitsplätze abbauen. Und die AEG Olympia, bei ihr stehen demnächst 2.400 Menschen auf der Straße. Bei aller staatlichen Hilfe für strukturschwache Regionen, im Fall AEG, machte Möllemann heute klar: Es kann keine dauerhaften Arbeitsplätze geben, die nicht wettbewerbsfähig sind. Solche Zusagen kann kein Unternehmen machen, auch Daimler-Benz nicht. Die staatliche Hilfe, so der Wirtschaftsminister weiter, müsse sich klar am Schwächsten orientieren. Und der lebe im Augenblick nun mal nicht an der Weser, sondern östlich der Elbe. Im Bankgewerbe hat der erste Streik seit Kriegsende begonnen. Bei der Hamburgischen Landesbank legten Mitarbeiter die Arbeit nieder. In Mainz traten Beschäftigte einer privaten Bausparkasse in den Ausstand. Als erste reagierten die Beschäftigten der größten Bausparkasse der Bundesrepublik auf das Scheitern der fünften Tarifrunde. In Mainz legten 4.000 Mitarbeiter die Arbeit nieder, demonstrierten gegen das letzte Arbeitgeberangebot, das nur eine 5%ige Lohnerhöhung vorsieht. Die Mitarbeiter wären sicherlich auch damit einverstanden, wenn ein Abschluss ähnlich der in der Stahlindustrie gekommen wäre, das heißt ein 6 vom Komma. Die seit 40 Jahren hochgelobte Tarifpartnerschaft drohe ausgehebelt zu werden, wenn sich die Arbeitgeber nicht bald zur sechsten Tarifrunde einfinden. Ihre Forderung will die Gewerkschaft mit Warnstreiks in zahlreichen Großstädten Nachdruck verleihen. Bereits für die nächste Woche wird mit massiven Maßnahmen gedroht. Schon jetzt füllten die Mitarbeiter Anträge auf Streikgeld aus. Dass die Gewerkschaft zahlt, wenn der Arbeitgeber die Löhne kürzt. Auch in Stuttgart ging es um höhere Löhne. Dort fand die zweite Tarifrunde für den öffentlichen Dienst statt. Eine Einigung konnte jedoch noch nicht erzielt werden. Die Gewerkschaft verlangte Einkommensverbesserungen von 9,5%. Bundesinnenminister Seiters bezeichnete die Forderungen der ÖTV in dieser Höhe als unrealistisch. Berlin will sich für Olympia 2000 bewerben. Doch wegen der Kosten hält sich die Begeisterung an der Spree derzeit noch in Grenzen. Um für Berlin Stimmung zu machen, versammelte sich Berlins einstige politische Prominenz. Zum Thema Olympische Spiele hat der regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen alle seine Vorgänger nach Berlin eingeladen. Die gesamte Mannschaft soll in den kommenden Jahren für Olympia 2000 an der Spree werben. Heute wurden sie über den derzeitigen Stand der Planung informiert. Zu Gast in Berlin war auch der Vorsitzende des Nationalen Olympischen Komitees, Willi Daume. Von den ehemaligen Stadtvätern erhofft sich Diepgen, dass sie mit ihren Kontakten die Berliner Bewerbung um Olympia vorantreiben. Bei den Olympischen Winterspielen in Albertville gab es gestern zwei Medaillenentscheidungen. Olympiasiegerin im Eiskunstlauf wurde Christy Yamaguchi aus den USA vor Midori Ito aus Japan und der Amerikanerin Nancy Kerrigan. Beste Deutsche war Marina Kielmann auf Platz 11. Die Goldmedaille im 30 Kilometer langen Lauf der Frauen holte sich die Italienerin Stefania Belmondo. Platz 2 und 3 belegten russische Athletinnen. Das Finale des Olympischen Eishockeyturniers am Sonntag bestreiten Kanada und die GUS. Im Halbfinale unterlagen die USA der Mannschaft der GUS mit 2-5. Kanada und die CSFR trennten sich 4-2. Beste Aussichten auf Gold hat heute der deutsche Viererbob mit Pilot Wolfgang Hoppe. Denn nach den gestrigen Vorläufen liegt er auf dem ersten Platz. Zur Fußball-Bundesliga. Am Abend gab es zwei Begegnungen. Karlsruhe und Duisburg trennten sich 2-2. Bremen und Leverkusen spielten ebenfalls unentschieden 1-1. Vor den heutigen Bundesliga-Begegnungen hat sich Duisburg damit in der Tabelle vom 13. auf den 12. Platz verbessert. Wir kommen zum Wetter. Zunächst zeigt sich besonders im Süden öfter die Sonne. Von Nordwesten her werden die Wolken jedoch immer dichter und ab Mittag regnet es in Norddeutschland. Die Temperaturen liegen zwischen +1 und +7 Grad. Das war's. Die Redaktion der ProSieben Tagesbilder verabschiedet sich und wünscht Ihnen noch eine gute Nacht.